So, hallo Leute, willkommen zu Taco Fun. Ihr kennt vielleicht Taco Break, Taco Run. Jetzt gibt es Taco Fun. Es gab vor, ich glaube, vor 2 Monaten Burger Fun. Jetzt gibt es Taco Fun. Das ganze Spiel ist auch wieder von Essen Mobile, die auch die, wie gesagt, ganzen Run- und Break-Games machen. Dieses Spiel ist jetzt ein bisschen günstiger, was auch nicht so lang ist. Kostet auf PS4 3,59 und auf PS5 3,49. Ich weiß nicht, warum da 10 Cent auf PS4 teurer ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat auch wieder 4 Stacks, PS4 und PS5, EU und US, PS4 und PS5. Im US-Store kostet das Ganze 3. 3 Dollar, 3 Euro, wenn man es so nennt. Also auch wieder günstiger. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwelche, was nennt man da, Produktionskosten, aber wenn ich mir ganz andere Games angucke, dann eher nicht. Aber ja, gehen wir mal ins Spiel rein. So, was wir jetzt hier machen ist, ja, wir starten direkt. Wir müssen hier die ganze Zeit nur Tasten drücken. Muss nicht perfekt sein. Reicht schon. Kriegen wir den Druck her. Eine Trophäe. Ich habe Musik ausgemacht wegen, es kann sein, Copyright-Sachen. Geschafft. Complete Level. Und da habe ich auch schon die Platin-Tag von Master. Ja. Sehr easy, es gibt auch anscheinend nur ein Level. Ich dachte, da gibt es jetzt mehr Level. Aber nein. Restyle gibt es da. Menüauswahl. Ja. Dann kommt wahrscheinlich auch wieder ein Level 1. Ja. Das zu Taco Fun. Sehr interessantes Game. Natürlich hätte ich gedacht, ja, es kostet vielleicht 1,49. Wäre dafür eigentlich auch gut. Aber ich glaube, dass. Hat wohl irgendwie so seinen Grund, warum die immer so, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen teuer sind. Aber wer sich das für 3,59 oder sich für die PS5-Version entscheidet, 3,59, da kann da eine günstige Platin sich holen.